Moin! Wir machen heute zusammen einen Lauch aus dem Ofen und dazu geile Beluga-Linsen. Los geht's! Zuerst fangen wir an mit einer kleinen Crunchy-Spielerei. Und zwar gepoppten Amaranth. Für den gepoppten Amaranth muss der Topf richtig heiß sein. Wenn du da also etwas Wasser reintropfst und es sofort zischend verdampft, dann ist die richtige Temperatur erreicht. Und dann einfach eine kleine Menge in den Topf geben und poppen lassen. Das geht super schnell und auch sauber vonstatten, wenn du das Ganze nicht gerade ohne Deckel abfilmst. Aber aufpassen, der Amaranth kann dir sehr schnell verbrennen. Während der Amaranth jetzt chillen kann, kümmern wir uns um den Lauch. Zuerst müssen wir den Lauch zuputzen. Dafür nehmen wir die äußere Schicht und die dunkelgrünen Enden ab. Die Abschnitte landen bei uns wie immer im neuen Gemüsefond. Hier wird ja nichts verschwendet. Jetzt wird er halbiert, aber unten nicht ganz durchgeschnitten. So kann man ihn wunderbar zwischen den Schichten sauber machen. Er fällt aber nicht ganz auseinander. Der Lauch ist jetzt schön geputzt, also können wir ihn passend zur Auflaufformgröße zurechtschneiden. Jetzt fetten wir unsere Auflaufform erstmal aus. Natürlich mit, wer hätte es gedacht, reichlich Butter. Und dann hat Chris sich auch noch eine Knoblauchzehe halbiert und reibt auch mit dem schön die Form aus. Und weil der hier sowieso schon etwas zerfleddert, lassen wir ihn auch gleich drin. Dann kommen noch ein paar Zweige Rosmarin in die Form, bis sich letztendlich auch der Lauch dazu gesellt. Schön mit der offenen Seite nach oben, damit dort nachher schön der Geschmack eindringt. Apropos Geschmack, wir salzen und pfeffern den Lauch natürlich und reiben auch noch etwas Muskatnuss drüber. Und anschließend verteilen wir noch ein paar Butterflocken und reiben etwas Parmesan obendrauf. So kommt der Lauch jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 35 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Und in der Zeit bereiten wir auch schon die Beluga-Linsen zu. Als erstes brauchen wir dafür ein paar Schalotten und etwas Knoblauch. Da schält Chris erstmal beides und schneidet es dann in kleine Würfel. Und dann kommt beides zusammen in die Schüssel zum Anbraten. Natürlich wäre das noch etwas zu langweilig, also hauen wir noch ein paar Karotten und Selleriewürfel mit rein. Das passt ja eh ganz gut zur Jahreszeit. Und jetzt mal eine Frage, wie stehst du eigentlich zu Sellerie? Hast du mal Bock auf ein eigenständiges Sellerie-Rezept? Jetzt geht es an den Herd. Da werden erstmal die Schalotten und der Knoblauch in reichlich Butterschmalz glasig angeschwitzt und nach ein paar Sekunden gesellen sich auch schon unsere Linsen dazu. Wir haben Beluga-Linsen dafür verwendet, das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Du kannst also auch Berglinsen, grüne, gelbe oder rote Linsen verwenden oder die Linsen ganz weglassen und das Ganze mit Hackfleisch machen. So, das löschen wir jetzt erstmal mit einem Schuss dunklem Balsamico ab und gießen alles mit etwas Gemüsefond oder Wasser auf. Wichtig, unser Fond ist nicht mit Salz gewürzt, sonst werden die Linsen nämlich nicht so schnell weich. Die Linsen köcheln jetzt so lange, bis sie fast die gewünschte Konsistenz haben. Dann kommen nämlich noch die Gemüsewürfelchen und Rosmarin dazu. Und wenn etwas Flüssigkeit fehlt, dann geben wir noch etwas nach. Das Linsengemüse köchelt weiter, die Lauchstangen sind auch fast soweit, also wird's Zeit für ein bisschen Petersilie. Einfach rollen und hacken. Chris kontrolliert jetzt nochmal den Lauch und wenn der schon die gewünschte Konsistenz hat, dann wird er nochmal für 5 Minuten auf 200 Grad etwas gratiniert. In der Zeit rundet Chris die Linsen noch mit etwas Butter, Zitronenabrieb und natürlich Pfeffer und Salz ab. Und jetzt fehlt nur noch die Petersilie und dann kann auch schon angerichtet werden. Entweder als eigenständiges Gericht oder Beilage ein Genuss. Psst, den gepoppten Amaranth natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Video, Chris und Marie.